Tja, in der letzten Folge musste leider Josh daran glauben. Und momentan sind wir mit Mike auf der Suche nach diesem Typen, der, naja, Jessica getötet hat. Und ich hoffe, wir werden ihn finden und stellen. Was gibt's hier für einen Bericht? 6.1.1952, Nummer 42, medizinischer Bericht, Bergarbeiter, behandelnder Arzt Dr. N.H.F. Bowen, medizinischer Bericht, Bericht betreffend Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines. Aufnahme. Bei Aufnahme der 12 Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrt. Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihren offensichtlichen Fund von Notrationen in der Mine zurückführen lässt. Wie prognostiziert wiesen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Auf psychologischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach der 23-tägigen Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Behandlung. Aufgrund der labilen Verfassung einiger der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden so bald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeiten wurden einer Bronchoskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Streptomycin. Keine Ahnung, Mann. Die restlichen Patienten stehen rund um die Uhr unter strikter Beobachtung, unterzeichnet Dr. Nicholas Henry Fowlis Bowen. Einer dieser Typen wollte mich beißen. Das werde ich Dr. Bowen melden. Aha. Immer schön auf die Rückseite gucken. Der Gesundheitszustand der aus der Mine geretteten Bergarbeiter war besser als erwartet, aber einige von ihnen hatten Reintegrationsprobleme. Ach, diese Hunde, ey, die machen mich verrückt. Hunde, Wölfe, was auch immer. Naja, toll, hinab ins Dunkle. Das ist bestimmt eine gute Idee. Pass bloß auf, Mike. Hier können wir hinein. Na gut. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh Scheiße. Krass. Sollten wir vielleicht mitnehmen? Könnte uns helfen. Ich würde das Ding sogar an der Hand behalten zur Sicherheit, aber okay. Von mir aus steck es dir dahin. Es geht auch. Okay, hier komme ich nicht weiter. Oh, ich will nicht hinter den Vorhang sehen. Das ist vielleicht keine gute Idee. Oh shit. Ach du Scheiße. Oh. Fixierstuhl, Fundort Sanatorium. Ein Stuhl mit Lederriemen, um Patienten zu fixieren. Es befindet sich Blut darauf. Sieht aus, als hätte man ihn in einem seltsamen Experiment verwendet. Was war denn hier los? Das willst du vielleicht gar nicht wissen. Kranken Schweine haben wohl gern zugesehen. Anscheinend. Das ist wirklich krank. Lieber wieder weg hier. So, ich glaube, da rechts können wir lang, oder?
So, gehen wir mal hier durch. Fuck. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Da liegt noch was. Sehen wir es uns an? Sofort antworten. Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. Western Province. Hey, wir würden hier keine Presse wollen in diesem Paradies. Oh ja. Western Province Telecommunications CO BW0S54A1 PDMNT bla 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 Dr. Richard Castle Blackwood Sanatorium an Mr. J. Bragg. Statusbericht. 12 Überlebende in Sanatorium eingewiesen. Zeichen mentaler Traumata, eventuell Festsetzung nötig. Lokale Presse hat Blut geleckt. Wird zum Problem. Erbitte Anweisungen. Okay. Schauen wir uns das Ganze wieder an. Aktualisiert. Laut dem Telegramm haben die Besitzer versucht, das zu vertuschen. Ja, dass eben die Biene sehr gefährlich ist. Ein Telegramm mit einer Warnung vor dem Interesse der Presse an den Überlebenden, die ins Sanatorium gebracht wurden. Die Minenbesitzer wollten etwas vertuschen. Okay. Und jetzt, wo lang? Anscheinend daraus, wo wir den Schatten gesehen haben. Nicht so gut. Und auch nicht so sicher wirklich. Aber was sollen wir anderes tun? Irgendwo müssen wir ja hin. War nur eine Ratte. Alles okay. Da drüben ist der Stuhl. Von hier aus haben die zugesehen. Okay. Was zum Teufel? Wow, wow, wow. Mit dem Zeug füttert er sie? Wow! Fuck! Nein, das war die Falle! Scheiße! Du hast keine andere Wahl. Komm, schneid dir den Finger ab. Finger amputieren. Shit. Oh 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 shit. Komm, es muss sein. Fuck. Bärenfalle zu öffnen hätte vielleicht einfach zu lange gedauert. Ich weiß es nicht. Bene, Mene, Mu und Meg. Und jetzt bist du ganz schnell weg. Weg bist du noch lange nicht. Wo zum Teufel geht's lang? Okay. Scheiße, das war eine fiese Falle. Mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. So, wo haben wir hier die Aktualisierung oder der Hinweis? Ah, hier beim Schmetterlingseffekt. Mike hat sich die Finger abgehackt. Mike hatte weiterhin eine brauchbare Machete. Immerhin haben wir die noch. Die könnte uns echt behilflich sein. Ah, das Spiel ist ganz schön fies. Nein, da bleibt unser Finger zurück, aber was sollen wir tun? Warte mal, hier sind wir hergekommen, Mist. Falsche Richtung. Ah, das mit dem Finger tut mir leid, Mike. Das war meine Schuld. Ich hätte da nicht hingucken sollen. Und vor allem hättest du da nicht reingreifen sollen. So, was gibt's hier vorne? Hey, na das wird ja hier immer besser. Ja, total.
Ein entstellter menschlicher Kopf eingelegt in Formaldehyd. Oh Mann. Nicht gerade positiv. Pass bloß auf, Chris. Warte kurz, ich muss kurz gucken, wie lange wir schon aufgenommen haben. 10 Minuten. Die Folge kann also noch ein bisschen gehen. Da drüben geht's in die Kapelle. Aber wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Aha. Oh nö, kommen jetzt hier Leichen raus? Oh ja. Natürlich. Na gut, dann zieh sie halt raus, wenn du unbedingt willst. Scheiße, ist das krank. Wirklich krank. Ja, lecker. Fuck. Okay. Mal sehen. Eine Stempelkarte. Okay, sehen wir mal. Können wir vielleicht gebrauchen? Können wir den Typen vielleicht wieder zurückschieben? Nein, anscheinend nicht. Richtig kranker Scheiß hier. Okay, was haben wir hier? Da liegt ein Zettel. Den würde ich mir gerne ansehen. Name der verstorbenen Person: Sarah Smith. Sterbedatum 24. Februar 1952. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbene zuletzt vom 8. März 1951 bis zum 24. Februar 1952 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 1952 lebend gesehen habe. Todesursache: schwere Fleischwunden am Unterleib, intraabdominale Verletzungen, hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde, Gewalt, bitte das folgende ausfüllen. Unfall, Selbstmord oder Mord, Mord. Art der Verletzung. Unfall, Selbstmord oder Mord, Mord. Art der Verletzung, Fleischwunde durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Zusätzliche Anmerkungen. Bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausfüllen. Gekennzeichnet Dr. Ann Bowen, Adresse Blackwood Sanatorium, Datum 24. Februar 1952. Zusätzliche Anmerkungen. Die Leiche wurde erst 6 bis 8 Stunden nach Eintritt des Todes gefunden. Teile der Gedärme und Nieren wurden anscheinend vom Angreifer gegessen. What? Wird ja immer schlimmer hier. Ein eilig geschriebener Totenschein vom 24. Februar 1952. Er beschreibt den Körper als teilweise aufgefressen. Ja, das ist richtig appetitlich. Okay, da können wir noch was öffnen. Ah, hoffentlich springt uns hier einfach nichts entgegen. Gibt's hier auch noch was Interessantes? Okay, was ist das? Medizinisches Notfalletikett. Name Nicholas Bowen. Etikettdatum 24. Februar 1952. Beschreibung: Angriff durch Insassen, tödliche Fleischwunden am Hals. Ein Leichenhallenetikett. Der Name darauf lautet Nicholas Bowen. Ansonsten gibt hier nichts mehr, oder? Das ist das Glas. Da haben wir die Tür. Dann gehen wir in die Kapelle. Funktioniert. Und wieder mitnehmen. Man weiß nie, wann wir die gebrauchen können. Dunkel bleibt es auf jeden Fall hier. Oh, der arme Typ, ey. Mittlerweile tun mir einfach alle leid. Ich meine, guckt euch das an. Er musste sich den verdammten Finger abhacken. Na gut, musste nicht.
Wow! Scheiße! Renn, renn, renn! So, Tür zu. Puh. Dieser scheiß Köter. Und da ist der Typ. Okay, ganz ruhig. Gibt's hier vielleicht noch etwas? Ja, wir können auch hier die Treppe durch. Oder runter. Oder dadurch oder guckt er da nur nach unten? Man weiß halt nicht, was er macht, wenn ich da drücke. Was für ein reizender Psychobau. Na gut, der guckt nur durch. Ja, ist echt ein Psychobau. Na gut, Freunde, das soll es gewesen sein für die heutige Folge von Until Dawn. Das Spiel hält einem ganz schön auf Trab. Und ja, gibt es hier zwei Mörder? Gibt es hier zwei unterschiedliche Typen? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, das hier kann ja nicht der Typ sein, der im Haus sein Unwesen treibt, wobei. Nee, das kann eigentlich nicht sein, oder? Na gut, wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Hoffe ich doch. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Bye.